mit einem, keine Ahnung, mit einem Kampfjet halt die anderen, Sachen da gejagt hätte. Ja, dann muss man ja erstmal zu einem Kampfjet kommen. Ja, ja, aber ich meine halt, dass man die dann, wenn man dann im Kampfjet ist, dass man die dann gejagt hätte. Aber ich finde, die sind trotzdem dummer mehr. Also, jetzt hatte sie ein blaues Kleid, gerade die ganze Zeit war sie rot angezogen. Ja, ist halt auf, oder? Anscheinend nicht. Nee. Ich will das nicht abwarten, also weg hier. Warte, muss ich da auch ran? Mist. Nee. Man braucht drei verschiedene Codes, um sie zu öffnen. Ah. Einer ist hier. Tja, mal sehen, ob wir sie finden können. Hä? Ah. Ja, auf einmal taucht das so auf, weißt du? Drei Codes brauchen wir. Och nee, nicht der schon wieder. Knutschen. Lecker, lecker. Ein Knutscher von ihm. Das ist aber ein süßes Baby. Ja, ne, finde ich auch. Ist er tot? Nee, die sind doch unsterblich, die Boys. Achso, stimmt, ja. Feuer was! Sorry! Wo bist du denn jetzt überhaupt hin? Ach nee, stimmt, da geht's ja nicht lang. Wait, was war? Hä? Mann, ich kann nichts mitnehmen. Oh, ja. Ich hol die Schlüssel? Ja, ich muss mal kurz Munition verballern. Oh mein Gott, ey, Munition. So die. Wie wichtig ihm die Munition ist, ne? Ich hab schon wieder viel zu viel davon, ne? Ja, warte, ich muss noch zwei Schuss verschießen. Ich muss das nehmen. So, dann kann ich das nehmen. Oh. Ein Moment. Ein Moment. Ich kann jetzt nicht. Ey. Mann, hättest hast du dich du mal schon wieder gemacht, ey. Ich hab gar nichts geoutet. Ich merk das schon. Das war alles deine Schuld, ja? Oh, war das falsche Waffe? Okay, sehen aus wie Käse. Hä? Ich hab keine Ahnung. Konnte man nicht da drüben an der Tür? Oh, warte mal. Hier ist eine Granate. Ich kann nichts machen hier. Ah, jetzt! Endlich! Also eigentlich... Oh Gott. Wurden diese Türen ja in einem Schiff massiv gebaut, ne? So einfach ja. Gehen die eigentlich nicht. Aber wenn die beiden dagegen treten, dann hält keine Tür. Hä? Hier grummelt so eine Hand rum irgendwo. Mach doch direkt die Tür auf, das ist immer so ein Kopf. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich habe den anderen Schlüssel. Glaube ich. Nee, hä? Oh, dafür müssen wir beide. Okay. Hallo, danke. Voll das große Messer, Alter. No! Viel Spaß mit dem Viech. Sammeln wir den Schlüssel ein.
organisiert sind. Jetzt fehlt noch einer. Guten Tag. Guten Tag. Sie auch, hier ist ja eine Überraschung. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Oh. Wow. Ich bin keinen Punkt oder ich kann es eh nicht mitnehmen, also von daher. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Ah. Auf the other side. Warum sieht die Taschenlampe jetzt schon wieder aus? Hier ist eine Tür. Hä? Habe ich irgendwas verpasst oder warum? Ach, hier ist Munition. Wo bist du denn jetzt hin? Wo bist denn du? Ja. Ich geh den Gang weiter. Ah ja, hier ist ein Schlüssel. Hab alle. Dann kommen wir hier durch. Ja, aber ich hab hier, glaube ich, gerade ein Problem. Lauf da einfach weg. Okay, schön. Lauf doch einfach weg und er kämpft selber. Also, wo müssen wir denn? Oben holen? Ja, wir müssen eine Etage, glaube ich, höher. Was? Echt jetzt? Ja, klar. Wo ist denn der überhaupt hin? Oh, ups. Da wollte ich lang. Hast du zufällig noch einen Heal oder so? Nö. Also ich habe nur die Pillen. Oh, wie viel Leben hast du denn? Eins. Bist du geheilt? Ja, um eins. Ja, perfekt, passt. Hä? Wow. Einfach mal im Kreis rennen. Leute. So lost einfach nur, ne? Ne, hier waren wir ja schon drin. Oh, ich kann was machen. Wo ist das? Hier. Oh, mach doch. Mach Kiste. Wo bist du jetzt? Ich sehe eine Tür. Da war ja Muni. Da ist ein Kraut. Habe ich das Kraut jetzt eingesammelt? Ja. Nice. Hallo. Oh Gott, jetzt habe ich ein Problem. Warum? Find's lustig, dass ich keine Ahnung habe, wo ich überhaupt... Falsche Richtung. Okay, hi. Nein, das war die falsche Richtung. Mein Gott. Oh, hi. Man sieht halt literally gar nichts, Alter. Das ist vielleicht auch der Sinn des Ganzen. Das ist wahrscheinlich eh wieder nur... Ah, jetzt nicht lang. Hier bin ich wieder in der Kantine. Oh. Nee, da nicht. Ich habe einen Heildings gefunden. Oh Gott, nein! Alter, ich bin so lost gerade, ne? Hier ist einer. Oh Gott, hier bin ich ja irgendwie in einer doofen Ecke, du. Hm. Hier durch. Da gab es so ein System und so, ne? Können wir hier lang?
Ich glaube, ich hab dich gesehen. Ah, da bist du. Wo bist du? Hinter dir. Hinter mir? Okay. Dann war's das. Hab's gefunden. Endlich mal. Ja, weißt? Oh Gott. Schnell die Schlüssel. Hallo? Danke. Wow, ernsthaft, wir müssen jetzt jeden einzelnen Schlüssel. Du kämpfst, ne? Au! Was? Nein! Okay, komm, Alter. So, wo ist er? Da. Dann los. Okay. Ich bin schon da. Hauptsache, da krieg ich nur so ein Vieh vorbei. Kannst wieder nichts einsammeln, oder? Ja, doch, die Munition kann ich. Okay. Aber genug verballert. Dafür ich kann... habe ich jetzt keine Zeit. Okay. Ich konnte das erst überhaupt nicht bewegen, ey, als die Zeitlupe eingesetzt hat. Echt nicht? Na, also ich konnte schon bewegen, aber es war übelst langsam. Kiste! Oh, echt jetzt? Lass mal gucken, was hier ist. Mhm, habe ich mir auch gerade gedacht. Nix. Spannend. Sindoga Space. Starten wir durch. So, wer macht jetzt was? Vorne ist immer der Pilot, hinten der eigentlich erschießt. Ja, dann los! Na, mal gucken, was jetzt passiert. HQ an Alpha, der Flugzeugträger wurde lokalisiert. Der Flugzeugträger ist mit Flaks bestückt. Vernichten Sie die Geschütze, Alpha. Mit einem einzigen Flugzeug? Klingt eher wie ein Himmelfahrtskommando. Hey Pierce, haben Sie sie im Visier? Geben Sie den Befehl, Captain! Erst wieder 10! Ich werde so hart versagen, ne? Die Startprozedur hat bereits begonnen. Von nun an können wir nichts tun, um sie zu stoppen. Die Rakete enthält ein Virus. Ihr Einschlag hätte viel schlimmere Folgen als bei normalen Sprengköpfen. Das wollte ich nicht. Wir können das nur verhindern, wenn wir auf den Flugzeugträger kommen. Wir haben keine Wahl. Machen Sie sich bereit, es geht los. Ja, du. Sag mal, fliegst du gerade so kacke eigentlich gerade? Was heißt denn kacke? Ich muss ja auch ausweichen. Ach so, okay. Da kommt eine Rakete ab und zu mal. Kommt noch eine Rakete. Ich kann... nichts machen gerade, ne? Komm schon. Rakete. Ada sagte, sie wolle der Welt Raccoon City bringen. Aber wir wissen nur von einer Rakete. So, eins noch. Befinden sich noch weitere Schiffe in den Gewässern? Rakete. Ich hab's getroffen. Könnte uns in die Irre geführt haben. Ich glaube noch eins. Ja, eins noch. Perfekt, hab's. Gut. Wait, what? Hä? Es ist Harsche! Alle Flakgeschütze. Na endlich! Fünfmal geschossen! Und jetzt zur Rakete! Finden Sie einen Landeplatz, Captain! Oh ja! Wow! Der war jetzt aber knapp! Alter, ich hab die Missile noch fliegen sehen. Stern Alpha. Der Raketen-Countdown wurde eingeleitet. Finden Sie die einfach abschießen. Verhindern Sie den Start. Genau. Von ich da einfach runterspringen. Drauf geschissen. Hoch kenne ich nicht.
Easy. Boom, Alter. Natürlich. So nah, wie ich an dem Explosionsding dran bin. Kein Problem. Ich hätte eigentlich übelst wegfliegen müssen, aber wir sind ja Pierce, ne? Wir sind Pierce Brosnan. James Bond. Kappa. Sag mal, wie viele Koffer hat der eigentlich dabei? Ja, Junge. Woher vor allen Dingen? ja, könntest du dich mal bitte um die kümmern? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo die sind. Ich sehe sie nämlich nicht. Ah, da oben irgendwo. Er nimmt ja auch die Schutzhaltung ein, die er beigebracht bekommen hat. Da ist es kein Problem. Oh, nö. Na, 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 na. Hallo. Nö. Na, seh nie ein. Meine ich. Du machst das schon, ne? Eigentlich nur andere, also so kleinere Viecher. Schön, Piers. Jetzt zurück zum Flugzeug und nichts wie weg. Verstanden? Uch, du Scheiße. Das Viech ist riesig. Oh Gott. Ja, bin auf dem Weg. Alter, ich schieße die ganze Zeit darüber, sitze von mir. Ja, dass du dich mal ein bisschen weiß. Darf ich jetzt wieder schießen? Finde ich toll. HQ an Alpha, wir haben einen Notfall. Startsequenz der Rakete wurde eingeleitet. Na klar. Das ist Ada. Sie wusste, was wir tun würden. Wir haben keine Zeit, Alpha. Erlaubnis zur Zerstörung der Rakete erteilt. Okay. Verdammt, der versperrt den Weg. Hallo, kannst du nicht mal aufhören, so viel zu bewegen? Nee. Wenn er sich bewegt, muss ich mich auch bewegen. Nee, ich meinte das Viech. Ach so, ja. Das wäre gut. Ist der tot? Okay. In Ordnung, Pierce. Schalten Sie die Rakete. Verstand. Jetzt zieh dich ja schon drauf. Willst du mich eigentlich verarschen? Hä, wir hatten doch noch Zeit. Ach so, muss ja so sein. Bist du sicher? Ja. Sie fliegt auf die Stadt zu. Jetzt wird doch Leon gleich angerufen. FOS? Chris Redfield von der BSA. Moment, ich verbinde Sie mit Agent Leon Kennedy. Was? Leon! Leon, wo bist du? Chris, wir sind direkt bei Tatooine. Warum? Verschwindet von dort! Wir knutschen erstmal mit auf der Straße, weißt du? Das ist ja ekelhaft. Jetzt geht die Party jetzt richtig los da. Mhm. Leon! Leon, alles klar! Ja. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht.
mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Er ist Albert Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werd's tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Na dann, fliegen wir da mal hin. Na ja, diesmal nur A. Alles rigged hier. Alles einfach rigged. Das stimmt doch gar nicht. Doch, doch. Nein! Übelst rigged die Scheiße. Bis auf den einen Dev warst du sowieso in allem besser als ich. Ach, Mann, nur hier ist ja alles geboten, ne? Laufen, aber schon, es ist aber eigentlich schon witzig, ne? Es ist nur, zwei Raketen sind eigentlich gestartet, aber die meinte so von wegen so, ja, es geht auf die ganze Welt los. Hm. Was mit zwei? Den anderen? Ja, die eine Rakete haben wir doch abgeschaltet und die andere ist losgeflogen. Nein, das war die gleiche. Ach so, okay. Ja, gut, die wurde ja dann neu gestartet. Ja, keine Ahnung, was die da wieder für komische Fantasien hat. Ich hab keine Ahnung. Shanghai ist vielleicht die Welt für sie, man weiß ja nicht. Ja, okay, ja gut, das ist natürlich was anderes. Kam nie aus ihrem kleinen Zimmer raus. Ja, kann sein. Man weiß es nicht. Das war Kapitel 4. Ja. Und dann gibt's noch eins. Und das war's dann eins auch. Kapitel noch. Einser Kapitel noch. Genau. Kapitale. Und dann ist auch diese Kampagne zu Ende. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe so das Gefühl, bis auf den Anfang gingen die Kapitel immer länger. Nee, ich habe eher das Gefühl gehabt, die Kampagnen diesmal waren viel kürzer. Nee, die waren länger tatsächlich. Weil die immer um eine Stunde ungefähr waren. Bei der Leon-Kampagne war das erste am längsten. Ja, das stimmt. Da und hier war die erste ja relativ kurz mit 40 Minuten, glaube ich. Und die anderen gingen alle so um die Stunde. Okay. Aber ich glaube, also insgesamt müsste die von Leon... Ja, wobei, das könnte am Ende schon ungefähr gleich lang sein. Lassen wir uns überraschen. Wir wissen es genau. Nach Kapitel 5. Genau. So. Danke. Tschüss.